Mein Name ist Reinhold Ewald. Ich bin Kollege von Alexander Gerst, dem ESA-Astronauten, der zurzeit auf der Internationalen Raumstation arbeitet. Alex macht ja viele Facebook-Einträge, Bilder, Kommentare. Und da gibt es Fragen, die er natürlich nicht beantworten kann. Er ist ja noch sehr beschäftigt da oben. Ich versuche das mal an seiner Stelle, indem ich mir hier eure Fragen und Kommentare anschaue. Da gibt es ein Bild von Shanghai, was Alex zur Erde geschickt hat. Und Christian Nimmerda fragt, ist das Smog bei den unscharfen Stellen? Ansonsten coole Aufnahme, Grüße ins Weltall, schicke ich natürlich auch. Smog mag sein, ja, wahrscheinlich sind es Wolken, die Lichter ein bisschen dann abgedämpft haben. Aber man weiß ja, dass bei diesen großen Städten auch durchaus Smog eine Rolle spielen kann. Ich tippe aber eher auf Wolken, so groß wie da die Ausdehnung ist. Markus Michel zum selben Bild, tolles Bild. Ich habe eine Frage, die mir vielleicht auch jemand aus dem Fachpublikum beantworten kann. Ich folge mit großem Interesse den Livestream der ISS und wundere mich nun, warum sich die Geschwindigkeit schon mal verändert. Es gibt ja dort oben nichts, was bremst und anschiebt. Da hat er recht. Kann mir jemand erklären, wie diese Diskrepanzen zustande kommen? Kann ich auch nur vermuten, dass es was mit dem elektronischen Übertragungsweg zu tun hat, dass wir also buffern müssen und dadurch die Bildübertragung mal stockt und dann wieder aufholt, sodass das wirkt, als ob die Raumstation mal schneller, mal langsamer fliegt. Tut es aber ganz bestimmt nicht. Das ist in der Orbitalmechanik eigentlich nicht vorgesehen. Gehen wir mal zum nächsten Bild. Da haben wir von Alex den Kommentar, die Geburt eines Sturms mit einer hervorragenden Aufnahme eines Tiefdruckgebietes offensichtlich. Und das hat Annette Grotegut, Alex, interessiert. Machst du sonst noch was als Fotografieren? Du bist doch Fotograf und nicht Astronaut. Naja, also eigentlich ist Alex ja beides. Eigentlich ist er als Astronaut ausgebildet in ganz vielen Tätigkeiten an Bord der Raumstation. Dazu gehört natürlich auch, möglichst gute Fotos zu machen. Mit der Ausrüstung da oben ist das auch hervorragend möglich. Langbrennweite hier, Linsen und allerhand technische Gimmicks, die einem dabei helfen, aus der Cupola so super Fotos zu machen wie das hier von Geburt eines Sturms. Kerstin Rose fragt, ist der dampfende Ontake auf Honshu, also Japan, von der ISS aus auch zu erkennen? Das wäre mal interessant, ihn aus dieser Perspektive zu sehen. Ja, wenn Alex oberhalb dieses Vulkans ist, wird er ihn sicherlich auch beobachten. Hoffentlich ist es dann noch Tageslicht, dass man ein bisschen was von den Strukturen sehen kann. Er ist ja Geophysiker und ausgebildeter Vulkanologe, also der richtige Mann am richtigen Ort, um einen solch aktiven Vulkan dann auch zu filmen. Ganz schön gefährlich, meint FTI Remixed. Kann man die Gefährlichkeit von dort oben besser abschätzen? Wohl eher nicht, aber es gibt ja doch zunehmend Möglichkeiten, die Erde zu vermessen, nicht zuletzt mit diesen Navigationssystemen, die im All stationiert werden, also ob es GPS oder Galileo ist. Mit diesen Navigationssystemen kann man relativ genau dann peilen, was sich wo auf der Erde bewegt und ob man da entsprechend die Gefährlichkeit daraus ablenken kann. Anni Oini Lehmann, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, sagt, was mich interessieren würde, könnt ihr von dort oben die Rotation der Erde sehen? Die dreht sich ja relativ schnell, aber ist das wahrnehmbar? Und das interessiert besonders ihren vierjährigen Sohn. Also das ist ja ein helles Kerlchen, dass er sich schon um solche Themen kümmert. Die Rotation sieht man nicht. Wir fliegen mit 7,5 Kilometer pro Sekunde um die Erde. Die Rotation der Erde, die beträgt am Äquator höchstens einen halben Kilometer, also 0,5 Kilometer pro Sekunde. Aber wir sehen den Effekt der Rotation, denn wenn wir die Bahn der Internationalen Raumstation auf die Erde legen, auf die Erde projizieren, dann kommt die mit jedem Umlauf ein Stückchen weiter westlich raus, ungefähr 220 Kilometer. Und das ist ein Effekt der Rotation der Erde. In den 90 Minuten, die die Raumstation braucht, auf ihrer Bahn, um die Erde zu fliegen, hat sich die Erde dann genau um 220 Kilometer weitergedreht. Und so kriegt man im Laufe eines Tages, also 24 Stunden, 16 Umläufe, einmal alle Gegenden der Erde direkt unter der Raumstation zu sehen. Das ist die Antwort. Ich hoffe, der Vierjährige kann da auch was mit anfangen. Ansonsten hoffe ich, dass es in der Schule in einem guten Physik- oder in einem guten Astronomieunterricht irgendwann mal vorkommt.